es gibt immer Luft nach oben. Man hat nie sein Maximales erreicht und wenn man aufhört, nach dem Bestmöglichen zu streben, dann hat man eigentlich verloren. Jeden Tag mich daran zu erinnern, wofür ich das tue, dass ich zu Olympischen Spielen möchte, das motiviert mich jeden Tag, um 6 Uhr aufzustehen. Das motiviert mich einfach, mein ganzes Leben danach auszurichten, gesund zu leben und mal auf Dinge zu verzichten, weil ich weiß, dass die notwendig sind dafür. Ich werde oft gefragt, wie ich dazu gekommen bin und wann ich angefangen habe mit dem Schwimmen. Ich kann es nie so richtig beantworten. Ich glaube, ich habe mit 8 Jahren halt mal so einen Seepferdchenkurs gemacht im Urlaub. So mit 16 habe ich dann das erste Mal so richtig gemerkt, so Olympische Spiele, das wäre was Großes für mich. Ich habe 10 Einheiten die Woche, a 2 Stunden im Wasser, wo man auch immer noch eine Viertelstunde später die Dehnung und eine Viertelstunde vorher die Erwärmung hat. Ich gehe 3-mal die Woche in den Kraftraum für eine Stunde und 2-mal die Woche für eine halbe bis dreiviertel Stunde laufen. Meine Trainerin ist schon sehr wichtig, weil sie alles für mich plant, weil sie genau voraussagt, wann ich was machen soll, wann ich wie trainieren soll. Letzten Endes muss die Motivation von mir kommen. Das Verhältnis haben wir auch so, dass sie nicht am Beckenrand steht und sagt, Jakob, du musst, du musst, du musst, sondern ich kann. Wenn ich möchte, dann kann ich. Und damit fährt man bei mir eigentlich ganz gut. Ich bin allein im Wasser mit denen 20 Stunden in der Woche zusammen. In der Umkleide quatschen wir, man quatscht vorher, man trifft sich in der Freizeit. Das ist eigentlich das soziale Umfeld, die Trainingsgruppe. Oh. Oh, das ja. Man muss sich schon organisieren, dass die Rucksäcke morgens gepackt sind. Dass man nicht irgendwie lange Zeit braucht, hier umherzuflitzen oder so. Und der Tagesablauf muss geplant sein. Ich kann es mir einfach nicht leisten, jeden Samstagabend feiern zu gehen. Ab und zu geht das mal, ab und zu braucht man eine Pause, dann gehe ich auch samstags mal los. Man muss immer ein ganz gutes Gleichgewicht finden zwischen Verzicht und Spaß. Nach meinem Abitur 2014 habe ich direkt eigentlich angefangen, Politikwissenschaft zu studieren an der Uni Hamburg. Bin jetzt im 3. Semester. Ich habe mir Politikwissenschaft ausgewählt, weil ich einfach Politik interessiert bin und mehr über die Abläufe wissen möchte. Habe aber jetzt im Laufe des Studiums mehr Fragen entwickelt, als ich vorher schon hatte. Ich brauche irgendeinen geistigen Ausgleich, wo ich meinen Geist noch beanspruchen kann. Irgendwas, was mich halt körperlich nicht so doll anstrengt, aber was ich halt nebenbei noch habe. Und dass es halt ein Studium dann als geistige Ablenkung ist, ist dann ja auch nicht schlecht. Wo ich später hin möchte, bin ich mir selber noch nicht hundertprozentig im Klaren. Ich finde es cool, in den journalistischen Bereich zu gehen. Können mir aber auch andere Dinge vorstellen. Das ist halt einfach so ein Leben, worauf ich Lust habe und wo mir keiner reinreden kann. Und wo, wenn ich am Ende Erfolg habe, dass dann auch Leute auf mich zukommen und sagen, ey, gut gemacht. Und weil es nicht jeder macht und nicht jeder machen kann. Und nicht jeder einfach irgendwie diesen Knacks im Gehirn hat, zu sagen, ich stehe jeden Morgen freiwillig um 6 Uhr auf, um meine Träume zu verwirklichen. Mein erster Tipp ist der Sparpreisfinder der Bahn. Schaut nie auf der normalen Bahnseite nach Angeboten, weil selbst wenn da günstigster Preis steht, ist das immer noch horrend teuer. Schaut immer gleich mit dem Sparpreisfinder. Ihr könnt euch das Mathestudium wie eine neue Sprache vorstellen. Am Anfang habt ihr noch null Ahnung, worum es geht und versucht irgendwie mitzukommen. Aber je öfter ihr euch damit auseinandersetzt und je mehr ihr die Sprache anwendet, desto besser kommt ihr auch damit klar.